Fortsetzung, dir Uli. Ein Interview, einfach so, ohne Kamera, only voices, OMR, Podcast. Das macht Uli Hoeneß aus. Gar keine Frage. Also, aber ich war ja immer schon, sag mal, ganz geschickt in diesem Bereich Kapitalmärkte. Und damit habe ich mich sehr oft nebenher beschäftigt. Und am Ende mehr verdient er auch offensichtlich als... Und Sie müssen natürlich wissen, ich weiß nicht, ob Sie Profis sind, man kann ja hier, gerade wenn man Devisen spekuliert, wird man ja gehebelt. Ja, wenn Sie 20 Millionen spekulieren, brauchen Sie nur 10% Einschuss, ja. Wenn der weg ist, ist er aber weg. Ja, dann ist auch die Position weg. Aber so ist es halt entstanden. Und zeitlang war ich sehr, sehr erfolgreich und leider danach nicht mehr. Und meine Steuerproblematik ist ja verrückterweise so entstanden. Ich habe am Anfang viel Geld damit verdient, am Ende alles wieder verloren. Aber die Verluste konnte ich nicht mit den Gewinnen verrechnen und daraus ist die Steuergeschichte entstanden. Aber war ein Riesenfehler, gar keine Frage. Gucken Sie sich an, was heute passiert. Ich meine, es gibt ja die ganzen neuen Trading-Apps, wo viele Leute sollen ja auch an die Börse gebracht werden. Ja. Man sagt ja auch, das ist für zur Altersversorgung ganz wichtig. Das ist gut, aber ich bin in der Beziehung ganz konservativ. Ich habe nach wie vor, manage ich mein Kapitalvermögen, aber da bin ich ganz konservativ. Ich kaufe nur einzelne Titel, keine ETFs, keine Fonds. Ich habe 2-3 Banken, die ein Geld für mich verwalten, aber den Rest entscheide ich ganz persönlich. Meistens montags, weil ich am Wochenende viel gelesen habe. Ach wirklich? Also das heißt, selbst ETFs, wenn man das Risiko ja bewusst versucht zu streuen, würden Sie die machen? Ich gehe immer auf eine Aktie und ich sage, heute kaufe ich die oder nächste Woche die. Wobei ich in diesem Bereich... Ich habe heute in meinem Depot Aktien, die ich schon 10 oder 15 Jahre habe. Ja. Ich bin da ziemlich konservativ. Ich schaue sehr stark auf dividendenstarke Titel. Es ist kein Geheimnis, dass ich Freund der Allianz, der Telekom und so weiter bin. Und damit ist man ja nicht so schlecht gefahren. Haben Sie denn den ganzen Digitalfirmen Goldrausch auch ein bisschen mitgemacht? Nein, Amazon, Google, nein. Facebook? Leider nicht. Apple? Leider nicht. Das heißt, ich habe zu meinem Sohn die Woche gesagt, ich hatte mal eine riesige Menge Microsoft bei 23. Die sind jetzt 360. Ja, stellen Sie sich mal vor. Ja, wer, da brauche ich jetzt nicht mehr hier sitzen, da wäre ich irgendwo in Florida. Aber so ist es. Tja, das ist auch Uli Hoeneß. Der Retter. Demnächst auf einer Megabühne. Ist er da, der Uli Hoeneß, oder ist er nicht? Das war FIFA. Final Draw. Courage geht alle an, jeder kann der Nächste sein. Man braucht Menschen mit Herz, wie Muhammad Ali, the greatest of all time. Hubert Neuper machte es möglich. Der Mega, Giga, Innovator. Auch der Pilot 380 Jungfernflug. Danke. Frankfurt. Kurz vorher war ich bei Herrn Dr. Josef Ackermann. Dürfte man bekennen. Und kennen. Ich bekenne mich dazu. Er ist ein Großer. Ein sehr Großer. Und jetzt weiter im O-Ton. Ja, ich bin auch nie einer, der irgendwas kauft, wenn einer sagt, du musst jetzt das und das kaufen. Mache ich nicht, weil ich will wissen, was da dahinter steckt und so weiter und so. Und was ich auch nie mache, Firmen zu kaufen, wo ich weiß, wo ich den Besitzer kenne, wegen Insiderwissen. Ich habe zum Beispiel nie eine Adidas-Aktie gehabt. Weil das war, ja, super wäre das gewesen. Aber es wäre immer die Gefahr gewesen, dass man da vielleicht doch was... Und das war auch bei den Hebelgeschichten auch so, dass Sie einzelne Titel dann gehebelt haben? Also nee, ich habe nur bei damals war es ja Devisentermin. Ah, okay. Da ging es nicht Titel, sondern ging um Dollars, Euros, Schweizer Franken, Yen. Aber das war jetzt ja dann eher wirklich rein Lust, weniger das jetzt. Das war Zockerei. Aber bei den Aktien, dann ist es schon so, dass Sie dann Zeitungsartikel lesen oder selber irgendwie... Ich lese unglaublich viel Wirtschaftspresse. Und ich habe natürlich bei den einen verschiedenen Banken überall Spezialisten, mit denen ich mich berate. Aber
da kann keiner entscheiden, was zu tun ist. Das mache ich schon selber. Und was macht die Bratwurst-Aktie Florian Hoeneß? Schreiben Sie es mir, tvgala.com@gmail.com. Ich wiederhole, falls Funkunterbrechung, tvgala.com@gmail.com. Die Firma, wenn man jetzt die letzten 20, 30 Jahre zurück, Sie machen das schon länger, war Ihnen am meisten eingespielt? Also was war so der erfolgreichste Titel, Kauf, den Sie ja gemacht haben? Wenn man alles zusammenzählt, mit allen, mit den Dividenden, die Allianz. Die Allianz? Mhm. Hat die so einen Wertzuwachs erlebt in den letzten, hab ich jetzt nicht so im Blick. Ja. Okay. Ja, vor allem, Sie dürfen ja nicht vergessen, die rentieren mit 4-5%. Wenn Sie das auf 20 Jahre hochrennen, dann sind das schon mal 80. Und Ihre eigene Fabrik, wenn Sie, was man ja auch über Sie wissen muss? Oder meine Ex-Fabrik. Warum? Die gehört ja jetzt meinen Kindern. Ja, okay, aber Sie haben die ja gebaut. Ja, aufgebaut, mit einem Partner. Genau, genau. Also ein Fleischproduzent, Wurstproduzent. Weiß. Uwe heißt die, sitzt in Nürnberg, ne? Ich sitze in Nürnberg, muss in Nürnberg sitzen, weil wenn du original Nürnberger Rostbratwürste produzierst, dann muss die Fabrik in den Stadtgrenzen von Nürnberg sein. Weil das ist eine geografisch geschützte Produkt, europaweit geschützt, und dann gibt es diese Einschränkung. Also in München könnte man keine Nürnberger produzieren. 100 Millionen Umsatz? Nicht ganz, aber ich schätze mal knapp 90. So 85, 90. Also das wäre ein richtig also solider... Von null. Ja, wollte ich ja sagen. Das ist ja eigentlich eine Unternehmerleistung nochmal so parallel. Mhm. Ärgert man sich manchmal, dass... Wobei ich sagen muss, seit etwa... mein Sohn macht das jetzt 20 Jahre. Ja. Und der hat einen großen Beitrag geleistet. Ich habe die aufgebaut mit einem Partner, der leider dann schwer krank wurde und später starb. Und als der leider gestorben ist, habe ich es erst mit einem Geschäftsführer oder ein, zwei Geschäftsführern versucht, weil ich ja bei Bayern wurde immer größer, ich hatte weniger Zeit. Das hat nicht so funktioniert und dann musste eines meiner Kinder einspringen. Ich dachte zuerst an meine Tochter, die älter ist, die BWL studiert hat, aber dann hat der Junge mit einer Banklehre der Landesbank mit 21 das gemacht und der macht das sensationell und hat aus der Firma wirklich eine Perle gemacht. Das glaube ich. Ich meine, man könnte ja meinen, Ihre Eltern... Tellerwäsche-Geschichte. Aber es ist nicht irgendwie aus dem Elternhaus oder so, sondern es ist wirklich bei Null gegründet. Wir hatten zu Hause, ja, wir hatten, ich hatte eine gewisse Ahnung, aber nur ganz marginal, hatte ich natürlich, weil die Eltern eine Metzgerei hatten. Und ich hatte für einen anderen Freund, die Firma Hudek ist ja bekannt hier, große Firma, der hat mich mal gefragt, sag mal, Uli, du kennst doch die Leute von Aldi, weil ich mit denen 78 mal ein WM-Buch gemacht habe. Ja, was ja so ein Desaster war, weil Deutschland ja gegen die Österreicher ausgeschieden ist. Und ich auch noch 4 Wochen vorher verletzt wurde, Muskelfaserriss. Ich wusste gar nicht, was das ist, aber ich konnte nicht zur WM. Und trotzdem bin ich dann 4 Wochen nach aus Argentinien gefahren, habe das Buch mitgemacht, Artikel geschrieben. Aber das Buch war dann ein Riesenflop, Deutschland ausgeschieden. Aber die Leute von Aldi, die waren offensichtlich begeistert, dass ich trotzdem am Ende dann Autogrammstunde gemacht habe. Alles Dinge, die ich hätte nicht machen müssen. Und so hat er mich mal gefragt, du kennst doch die Leute von Aldi, kannst du mir mal helfen, Wurst da zu verkaufen? Ja, und irgendwann bin ich mit ihm da hingefahren und dann haben wir Leberkäse verkauft und so weiter. Und nach einiger Zeit, das war Anfang der 80er Jahre, hat der Einkäufer den Dr. Hudek gefragt, sagen Sie mal, können Sie original Nürnberger Rostbratwürste liefern? Da hat er gesagt, nein, weil meine Fabrik ist in Starnberg, die ist nicht in Nürnberg. Das war so in meinem Hinterkopf und Wochen oder Monate später traf ich meinen Freund Werner Weiß, den ich kennengelernt habe in dem halben Jahr, in Nürnberg. Als ich Nürnberg Fußball gespielt habe. Der hatte eine kleine Metzgerei und ein asiatisches Lokal. Also und irgendwann sind wir hier bei seinem Geburtstag abends gesessen, spät, etwas getrunken, etwas mehr. Dann sage ich zu ihm in zuvor gerückter Stunde, sag mal, Werner, machst du eigentlich Nürnberger Rostbratwürste? Ja. Ja, wie viel? Ja, 50 Kilo am Tag. 50 Kilo? Du musst Tonnen machen. Mach mir mal ein Muster. Dieses Muster habe ich dann nach Mülheim geschickt, zu Aldi Süd. Der Einkäufer hat gesagt, ja, war jetzt nicht so gut. Haben wir wieder gemacht, wieder. Das dritte hat gepasst. Er hat gesagt, ja, ist gut. Haben Sie eine Fabrik? Noch nicht. Haben Sie eine Produktionsstätte? Noch nicht. Wenn Sie uns die Chance geben, investieren wir. Aldi, was? Haben wir ja noch nie gemacht.
Dann wurde ich irgendwann zum obersten Einkaufschef von Aldi bezitiert, ein gewissen Herr Thiemann, so ein ganz Forscher, sagt er, Hönes, mein Einkäufer sagt, Sie wollen uns eine Wurst verkaufen, haben gar keine Fabrik. Das haben wir noch nie gemacht. Herr Thiemann, wenn Sie uns die Chance geben, investiere ich. Damals war Bayern klein, ich konnte dann mal eine Woche. Und irgendwann am 6. März, werde ich nie vergessen, 85, kriegte ich um 18 Uhr im Trainingslager mit der Mannschaft, abends haben wir gegen AS Rom gespielt, einen Anruf von diesem Thiemann. Also, Hoeneß, wir haben uns jetzt entschieden, wir geben euch eine Chance, zwei Lager, bei all diesen jeweils Lager beliefert etwa 60 Läden, Langenselbold und Mürfeld bei Frankfurt, kriegt ihr 6 Monate. Wann könnt ihr liefern? 6. März. Da habe ich kurz überlegt, da habe ich gesagt, am 15. April. So 6 Mal später. Und dann habe ich bei Bayern eine Woche Urlaub genommen, bin mit meinem Partner durch die Lande gezogen, haben wir Maschinen gemietet, Mietkauf gemacht. Er hatte schon seinen Meister aus der Metzgerei abgeliefert, wir haben 15 Leute eingestellt. Und am 14. April, sonntags, habe ich mit meiner Frau im Kühlhaus die letzten Paletten geschlichtet und am 15. haben wir geliefert. Und dann ging's los. So ging's. Und damit also am Ende mit dem Auftrag von Aldi. Ist Hoeneß. Und Aldi ist nach wie vor ein ganz wichtiger Kunde bis heute. Natürlich nicht mehr der alleinige, aber ist ein, wenn wir die nicht gehabt hätten, gäbe es unsere Firma nicht. Wenn man jetzt so auf ihr Leben schaut, dann haben sie ja selber krasse Firmen aufgebaut, aber auch alle Arten von Zampanos, Unternehmern, Verrückten kennengelernt. Also von Berlusconi, Kirch, jetzt sind Perez, wahrscheinlich noch viel mehr, die mir jetzt gerade gar nicht einfallen. Tapie, glaube ich, ne? Es gab Bernard Tapie. Robert Louis Dreyfus, einer meiner besten Freunde. Leider gestorben. Wollte ich gerade fragen, wer war denn nach von dieser ganzen Riege der Legenden für Sie am eindrucksvollsten oder vielleicht würde ich sagen, das war echt der krasseste? Naja, Sie haben schon ein paar Illustri genannt. Ich habe aber auch unglaubliche noch viel mehr kennen. Ich habe Tim Höttges von der Telekom, die Leute, Herrn Diekmann von der Allianz, die wir heute haben. Das ist ja der Vorteil von Bayern, dass du die nicht nur als Geschäftspartner hast, sondern auch, da ist ja auch Empathie dabei. Oder Dr. Winterkorn, so viel Probleme er, wie er jetzt hat, aber er war ein unglaublicher Unternehmer. Ja? Aber sagen wir mal, von der Exotik her, ja. Würde ich sagen, das war Robert Louis Dreyfus. Ja? Ja, ja, der ehemalige Adidas-Eigentümer. Ja. Yes. Und jetzt kommt die Idee Adidas und das, was ich vorhabe. Uli, wir hören uns. Filmbike, No Limits, More Human Rights, Global White. Rette die Welt. Das war auch so eine Handschlagsqualität, ja. Bin ich mal in Aachen, haben wir Spiel gehabt und dann sind wir beide an einem Hotel gestanden, da hat immer Socken angehabt, die waren schon mal Loch und dann stand der mit seinen Jeans da an der Rezeption von dem tollen Hotel, ich glaube Wellenhof hieß der. Da hat er eine Rezeption gesagt. Für die Fahrer ist da drüben das Einchecken. Ja? Und da habe ich gesagt, wenn du wüsstest, der ist Milliardär. Ja? Aber das war so einer, da muss ich sagen, mit Robert habe ich unglaubliche Dinge erlebt. Und Kirch? Da habe ich obwohl der ja wenig gesehen hat, aber wir hatten interessanterweise einen Draht. Ich habe den vielleicht 3, 4, 5 Mal gesehen. Achso, gar nicht oft? Nein. Und von den aktuellen Akteuren ist der Perez der smarteste bei Madrid? Naja, er ist schon eine Figur. Da gibt es natürlich, wenn ich in dem Zusammenhang unglaublich geschätzt habe, war der frühere Besitzer von Manchester United. Wie hieß er denn? Ach. Soll ich ihn dir sagen, Uli? Warum weiß ich das? Und du nicht? Schau mal einer an. Film bei galacom.tv, No Limits zu erreichen unter tvgalacom@gmail.com. Wir hören sicher wie das Amen in der Kirche.
Ich wiederhole. Am Tegernsee. Wen meine ich?